Grüß dich und herzlich willkommen zum neuen YouTube-Video. Es wird wieder politisch, es wird gesprochen vom Gasnotstand. Es gibt schon einige Videos dazu und mein Team hat heute mal wieder sehr umfangreich recherchiert. Wir haben ein paar lustige Videos zur Einblendung, wobei man sich die Frage stellen muss, ist es denn so lustig? Ja, Habeck möchte, dass wir alle frieren. Ja, mittlerweile kommt es auch von den Statements, die er rausgibt, ja, wirklich so rüber, als würde er sich darüber freuen, weil er wahrscheinlich im Oktober bis zum Februar oder März, wenn es in Deutschland in der Regel etwas kühler ist oder auch sehr kalt werden kann, dass er dort irgendwo an einem schönen Karibikstrand liegt und das gute Geld, was er aktuell verdient, natürlich auch sehr, sehr erfolgreich ausgibt. Aber gehen wir mal rein in die Recherche. Und zwar, ist Habeck der neue Lauterbach? Ich kann mir das nicht vorstellen, wobei... vielleicht gibt es auch zwei Gehirnamputierte in Deutschland, das kann natürlich sehr gut sein. Der Minister bestätigt, dass er uns zwingen kann, Gas zu sparen. Es gibt tatsächlich auch das, hätten wir uns vor Jahren in Deutschland niemals vorstellen können, dass ein Bundeskabinett, ein Bundeskanzler und die Minister entscheiden können, dass ihr so und so viel Kilowattstunden nur Strom verbrauchen dürft, dass es dann Sanktionen gibt, dass man sagt, nur von der Uhrzeit bis zu der Uhrzeit gibt es warmes Wasser. Das kennen wir in Deutschland nicht. Und vor wenigen Monaten hat jeder gesagt, das wird es niemals geben. Letztes Jahr wurde oftmals angesprochen, es wird ein Blackout geben. Es gibt schon Vorbereitungen für ein Blackout, dass komplette Stromnetze ausfallen, Stromausfall ist. Und es gab die Verschwörungstheoretiker, die haben gesagt, hey, bereite dich vor mit Essen, mit Trinken, kauf dir ein Notstromaggregat. Und jeder hat gesagt, hey, piano, piano, ihr Verschwörungstheoretiker. Das Problem ist bei Verschwörungstheoretikern, dass sie die letzten zwei Jahre insgesamt 48-0 führen gegen diejenigen, die gesagt haben, das ist alles Quatsch. Ja, das ist das einzige Problem. Und Wirtschaftsminister Robert Habeck meint es immer ernster. Die Deutschen sollen Energie sparen, zur Not kann er sie zwingen. Was bedeutet das? Und zwar, das Energiesicherungsgesetz ist erneut angepasst und am Freitag vom Bundesrat gebilligt worden. Gas sparen, alles freiwillig vorerst. Die Bundesregierung bekommt per Gesetz auf freie Hand etwas niedrigere Raumtemperaturen zum Energiesparen vorzugeben. Ja, ihr merkt, ich bin schon so in Rage, dass ich schon kein Deutsch mehr kann, also ähnlich wie in Lauterbach und Co. Und dementsprechend, ne, ganz ehrlich, es wäre niemals vorstellbar gewesen, dass sowas umsetzbar ist. Trotzdem können sie es und wichtig ist, aufpassen. Oftmals glaubt die Masse der Menschen nicht, was die Politiker sagen. Ja, beziehungsweise entweder wird volles Vertrauen reingesetzt, aber in all das, was sie sagen, was negativ werden könnte, da sagt man, ach so, die müssen das halt sagen. Aber es wird die Wahrheit sein. Ja, Deutschland wird ganz sicher im Winter frieren. Das ist so gewollt und die machen auch keinen Hehl draus, deswegen bereitet euch vor. Energiekrise, viele deutsche Gasspeicher kaum gefüllt. Ja, gibt es übrigens auch ein sensationelles Video von ZDF mit Markus Lanz, wo erklärt wird, in welcher Form, wer die Eigentümer der Gasspeicher sind, wie das Gas entsprechend transferiert wird und wer damit richtig, richtig Kasse macht. Eventuell können wir es einspielen, müssen wir mal schauen. Es ist ein atemberaubender Vorgang. Eine deutsche Firma verkauft einen guten Teil des deutschen Gasnetzes und den größten deutschen Gasspeicher an Gazprom und kriegt dafür im Gegenzug Förderungsrechte in Sibirien. So ist es. Und eine Bürgschaft des Bundes dafür. Die Frage, die ich es mir gibt eine Hermes-Bürgschaft. Ja, es gibt eine Bürgschaft des Bundes dafür, das so zu machen. Das heißt, wenn jetzt die Russische Föderation Wintershall jetzt enteignen würde, würde der Steuerzahler dafür aufkommen. Und stimmt es, dass es so ist? Also wir, BASF oder die Tochterfirma der Wintershall, fördert dieses russische Gas, holt das sozusagen in Sibirien aus dem Boden. Und in dem Moment, wo das Ding an der Oberfläche ist, wird es direkt an Gazprom verkauft. So habe ich es verstanden. Genau so ist es. Geht dann noch weiter, ganz kurz, nur für einmal, damit wir das ganze Bild mal haben. Da gibt es diesen riesigen Erdgasspeicher in Rheden in Niedersachsen. Es stellt sich raus, jetzt im Nachhinein, dieser Speicher wurde schon im letzten Herbst ganz offensichtlich nicht
so befüllt, genau, wie er in den Jahren zuvor befüllt, richtig, worden ist. Weil der Krieg damit vorbereitet wurde. Es ist offensichtlich, dass Gazprom als staatseigene Firma des Kremls den Krieg damit mit vorbereitet hat, mitten in Deutschland. Was ich nicht verstehe ist, wir holen das Ding aus dem Boden, das Zeug aus dem Boden und oben angekommen verkaufen wir es direkt wieder an die Russen zurück. So, Bundesregierung will, dass die Gasspeicher zum 1. November, wenn es dann kalt wird, zu 90% gefüllt sind. Davon sind mehrere Erdgasspeicher weit entfernt. Das geht aus Angaben des Verbands Gasinfrastruktur Europe hervor. Der Erdgasspeicher Peißen in Sachsen-Anhalt ist zu 19,36% gefüllt nach aktuellem Stand. Bis 90% haben wir hier noch ein relativ großes Delta. Bei Bayern sind es 26,26%, bei Astora Niedersachsen 34,51% und dem Gasriesen Uniper, oder ja, Uniper, denke ich, heißt es, in Nordrhein-Westfalen sind 56,16%. Also hier zumindest sind schon mal 60% da. Wenn die Speicher nicht voll werden, kann im Notfall über die staatliche KfW-Bank Gas für 15 Milliarden Euro gekauft werden. Dann droht ein Gasnotstand mit Bibberwinter für die Bürger. Da können wir uns nur wünschen, dass wir einen milden Winter haben. Die letzten Jahre war es manchmal so, dann wurde es ja sehr oft im März, April nochmal richtig kalt und hat geschneit. Zumindest hier in Karlsruhe, okay? Deutschlands größter Gasspeicher in Rheden, ja, aktuell keine 30% gefüllt. Das ist der größte Gasspeicher, keine 30%. Das heißt, nicht mal ein Drittel ist aktuell gefüllt. Da haben wir bis November auf jeden Fall noch ordentlich Aufholbedarf. Bayern, Gasnotfallstufe ausrufen und AKWs hochfahren. Man möchte ja die letzten AKWs in naher Zeit abschalten, wobei alle sagen, AKW ist immer noch eine der besten und effizientesten Energien. Nur die Deutschen denken, man kann nur mit irgendwie Photovoltaik und ein bisschen Windkrafträder hier die viertstärkste Wirtschaftsnation der Welt entsprechend befeuern oder mit Energie versorgen. Totaler Quatsch. Der Staat müsse sich jetzt in das Gasmanagement einmischen, sagt Hubert Aiwanger. Atomkraft bringe zudem ein massives Einsparpotenzial beim Gasverbrauch. Okay, also ist die Frage, warum macht man es nicht einfach? Frühwarnstufe, Alarmstufe und dann die Notfallstufe. Auf die Alarmstufe folgt laut Plan die Notfallstufe, bei der der Staat einschreiten muss. Damit soll unter anderem sichergestellt werden, dass die Gasversorgung der geschützten Kunden, in Anführungsstrichen geschützten Kunden, dazu gehören private Haushalte, sichergestellt ist. Und Habeck hat ja auch schon im Interview gesagt, ja, wir wollen natürlich keinem Privathaushalt irgendwie Gas abdrehen, aber im Gegenzug, wenn die Wirtschaft, die Industrie für die Produktion mehr braucht, dann sind die relevanter für den Staat und für die Nation als der private Haushalt. Und dann muss man dem auf jeden Fall abdrehen, damit die Wirtschaft weiter funktionieren kann. Niemand soll frieren, aber dass private Haushalte auch ihren Anteil leisten und dass eine dauerhafte oder langfristige Unterbrechung von industrieller Produktion massive Folgen auch für die Gesamtwirtschaft hat, für die Menschen im Land, für die Versorgungssituation. Also es im Prinzip wird hier wieder was gemacht, eine Spaltung, weil wenn wir im Winter frieren, sagen wir, die ganzen Großkonzerne, die brauchen so viel und die exportieren, da haben wir nicht mal was davon. Und im gleichen Zug wird wahrscheinlich der normale Bürger, deswegen heißen wir ja Bürger, weil wir die Staatsschulden bürgen und dementsprechend uns auch diese ganze Last aufbürgen und deswegen soll man halt auch frieren. Ja, muss man sich halt mehr wärmere Decken holen, damit man nicht erfriert. Und jetzt ist ja die große Frage mit dieser Turbine. Ja? Mit dieser Turbine hält Putin jetzt Deutschlands Energieschicksal in der Hand. Kommt sie rechtzeitig an? Und zwar ab Donnerstag soll laut Plan wieder Gas von Russland nach Deutschland fließen. Es fehlt allerdings weiterhin eine wichtige Turbine, die zuletzt in Kanada gewartet wurde. Diese Turbine hatte man dort aufgrund der aktuellen Sanktionen gegen Russland zurückgehalten. Da in Deutschland aber eine Energiekrise droht, soll nun eine Ausnahme gemacht werden. Wow, was für eine tolle Ausnahme. Ja, da können wir ja mal, was sind die Hintergründe für Nord Stream 1, für Nord Stream 2, da können wir mal einen Einspieler machen. Ja, dann seht ihr genau, warum läuft alles aktuell in die Richtung, wie es läuft. Nur eine einzige Frage mit der Bitte um Ja oder Nein. Wenn Putin Ihnen einen schmutzigen Deal vorschlägt am 21. 22. Juli und sagt, ich schicke euch weiter Gas, aber ich schicke es euch nur über Nord Stream 2, was sagen Sie dann?
Nord Stream 2 ist nicht genehmigt und liegt unter den Sanktionen, auch den amerikanischen Sanktionen, auch den amerikanischen Sanktionen. Wenn das passiert, sind wir als politische Kraft gegenüber Putin gescheitert. Doch Herr Putin, Sie kennen mich nicht. Das ist auch kein Problem soweit. Aber ich bin gerade Spitzenkandidat meiner Partei geworden und geben Sie uns noch 2-3 Monate, dann regieren wir diese Republik. Und dann wird sich Folgendes ändern. Wir werden erstens Nord Stream nicht bauen und die Handelsbeziehungen des Gastransfers zu Russland sukzessive abbauen, weil wir ein Energiewendeland sind. So, ihr seht, was in Habeck da mitteilt, und dementsprechend, es ist dieses Video schon Jahre her, und wenn man sieht, was genau aktuell passiert, dann fragt man sich immer, oh, ist das Zufall? Es ist in der ganzen Wirtschaft, in der ganzen Industrie, nichts mit dem Zufall überlassen. Es ist alles immer langfristig sauber geplant und genauso wird es umgesetzt, okay? Das sind die 4 Szenarien zur Zukunft von Nord Stream 1. Also, ab Donnerstag soll die Wartung der Pipeline enden. Falls Russland dann kein Gas mehr liefert, könnten die Folgen fatal sein, besonders in einer Region. Liefert Russland in den nächsten Tagen wieder Gas oder nicht? Nach dem 21. Juli, das ist, wie gesagt, der Donnerstag, endet die jährliche 10-tägige Wartung der Ostsee-Pipeline Nord Stream 1 und das Gas könnte wieder strömen. Eigentlich. Ein eigentlich ist immer so ein schönes Wort. Denn die Furcht wächst, dass Russland die Zukunft der Gaspipeline als Waffe im Sanktionskrieg mit den westlichen Staaten nutzt. Okay, also man hat sich komplett in die Abhängigkeit von Russland gegeben. Germany will become totally dependent on Russian energy if it does not immediately change course of expansion as far as now. It has been the formal policy of our country since. So, solange ich geschäftlich saubere Beziehungen habe, ist es ja auch nicht schlimm, weil wir sind ein Importland für sämtliche Rohstoffe und Russland ist nah, also kann man von dort ja auch Gas etc. ja auch geliefert bekommen. Wenn man natürlich solche Sanktionen fährt und dann meint, man möchte Russland bestrafen, indem man kein Gas mehr abnimmt, wobei das ja gar nicht stimmt, man muss ja sowieso weiterhin bezahlen, auch wenn man keins abnimmt, das ist aber nochmal ein anderes Thema. Und nimmt es dann von anderen Ländern, wie auch Ricarda Lang ja in einem Interview gesagt hat, ja, wir müssen aktuell das kleinere Übel in Kauf nehmen. Ja, deswegen nehmen wir das Gas entsprechend von Kuwait und von anderen Ländern, wo auch bestimmte ethische Grundsätze in Anführungsstrichen nicht so umgesetzt werden, wie der Deutsche das eigentlich gern hätte. Aber das sind alles andere Themen. MDR aktuell, trotz Sanktionen und Krieg, Russland meldet großen Haushaltsüberschuss im ersten Halbjahr. Dank gestiegener Öl- und Gaseinnahmen sei ein Plus von umgerechnet 20 Milliarden Euro erzielt werden. Also daran sieht man, wie sinnvoll die Sanktionen sind, ja, indem man sich selber einfach ins Knie schießt und Russland überhaupt gar kein Problem damit hat. Warum muss ich eigentlich Strom sparen, wenn wir Gas sparen müssten? Ist ja eine legitime Frage. Robert Habeck, dusch schneller. Und am Brandenburger Tor sollen nachts die Lichter ausgehen. Werden wir etwa veräppelt? Was hat Stromsparen mit Gassparen zu tun? Und zwar, der Chef der Bundesnetzagentur, Klaus Müller, Grüne, die Menschen im Fernsehen. Es sei das Gasproblem, das man in Deutschland lösen müsse. Man habe keine Stromlücke und deswegen brauche man auch keine Atomkraft mehr. Ja? Man muss sich ja diese Aussagen manchmal auf der Zunge zergehen lassen, ob da die Synapsen im Gehirn nicht mehr ganz funktionieren, dass in jedem Interview komplett konträre Aussagen getroffen werden und das eine mit dem anderen oftmals auch nicht zusammenpasst. Aber das scheint aktuell so das Motto der aktuellen Bundesregierung zu sein. Von wegen geht nicht, AKW-Betreiber stellen Habeck neue Brennstäbe in Aussicht. Ja? So, sie wären für den Weiterbetrieb schneller da, als uns die Ampel glauben lassen will. Heißt, ein Weiterbetrieb unter Volllast wäre spätestens ab Mitte kommendes Jahres realistisch. Die Bundesregierung müsse nur zugreifen. Ja, also man macht ein Angebot und man muss nur zugreifen, aber man lehnt dankend ab. Tut sie aber nicht. Stattdessen betonen Regierungsvertreter der Ampelkoalition lieber, dass das wegen der fehlenden Brennstäbe nicht geht. Ja, haben wir natürlich wieder Lieferengpässe für Brennstäbe, wie für alle anderen hausgemachten Lieferengpässe auch. Ja? Sanktionsirrsinn, jetzt wird schon das Warmwasser rationiert.
Haben wir eine Einblendung, Heiz- und Warmwasserzeiten, Änderungen, sehr geehrte Mitglieder. Hier, wo festgelegt wird, wann funktioniert die Heizung, wann darf man warm Wasser zugreifen. Vorhin haben wir in unserem Meeting mitbekommen, dass nach dem Krieg damals, gab es schon mal ein Schreiben, dass irgendeine Familie 128 Kilowattstunden mehr verbraucht hat. Und dass es Sanktionen gibt, wenn sie nochmal verstoßen, dann kriegen sie, was weiß ich, 3 Monate lang kein Strom mehr. Und den 150-fachen Preis für die mehr Kilowattstunden müssen sie verbrauchen. Ein sehr guter Geschäftsfreund von mir war jetzt gerade in der Provence. Dort ist aktuell, die ganzen Bauern dürfen ihre, aufgrund der Wasserknappheit, dürfen ihre Bauernhöfe bzw. die Felder und so weiter, dürfen sie nicht bewässern. Das muss ich mir mal vorstellen. Das heißt, das ganze Zeug geht kaputt aufgrund der Hitze und die dürfen nicht bewässern, sonst gibt es riesige Strafen. Was ist das Ziel da? Was ist das Ziel dahinter? Dass wir Ernteausfälle haben, dass man den Bauern im Prinzip die Ländereien abkaufen kann, weil sie sich nicht mehr über Wasser halten können, ja, weil sie kein Wasser verwenden dürfen. Also schon pervers, wenn man das mal mitbekommt direkt an der Front. Bundesnetzagentur besorgt Warnung vor riesigen Preissprüngen. Was wir ja schon gesehen haben. Noch sind die Mehrkosten nicht bei den Verbrauchern gelandet. Sehe ich anders, weil wir sehen das deutlich. Doch die Behörde warnt. Kanzler Scholz will die Abhängigkeit von russischem Gas weiter verringern. Der Typ hat sie doch nicht mehr alle. Ja? Der hat sie einfach nicht mehr alle. Seitdem habe sich der Gaspreisstand vergangene Woche vervierfacht und inzwischen sogar versechsfacht. Das seien riesige Preissprünge, die zwar nicht alle 1:1 an die Verbraucher weitergegeben würden. Nö, gar nicht. Aber verdoppeln bis verdreifachen kann je nach Gebäudehülle durchaus drin sein, sagte Müller. Was sollen die Menschen denn in den nächsten Monaten noch machen, wenn sie A, jetzt schon die Benzinpreise nicht bezahlen können, sie haben die Nahrungsmittelpreise, Lebensmittelpreise sind in die Höhe geschossen, die Energie, die Gaspreise, egal was. Alles für den Endverbraucher wird so teurer, wir spüren eine massive Inflation, ja, Rekord von Rekord von Rekord in Höhe von der Inflation. Was sollen die Menschen aktuell noch machen? Ja, so, und hier diese Gutscheine und was es alles für Müll gibt, das hilft niemandem. Ja, so gibt es ein schönes Bericht von der Welt, in 3 Monaten werden Menschen ihre Rechnung nicht mehr zahlen können. Ja, lustig, ein Schäuble, Scholz, der lacht sich aktuell nur noch kaputt. Ja, so, was ist passiert? Ganz aktuell, Stromausfall in Königsbrunn, Haushalte waren teils 2 Stunden vom Netz. Stromausfall in Königsbrunn, 2 Stunden lang waren viele Haushalte am Samstagabend im Gebiet um die Enzianstraße ohne Strom. Oh, ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Von einem Stromausfall waren am Samstagabend ab 21.55 Uhr mehrere Haushalte im Gebiet um die Enzianstraße in Königsbrunn betroffen. Der verantwortliche Netzverwalter LEW Verteilernetz GmbH spricht von einem ungeplanten Stromausfall aus noch unbekannten Gründen. Ja? Also ungeplant mag das ja immer sein, aus unbekannten Gründen ist es immer schwer nachzuvollziehen, weil irgendeinen Grund muss man ja relativ schnell erkennen, wenn man eine Stromnetzagentur ist und das Verteilernetz und dafür verantwortlich ist. Ja? Aber da sieht man genau, wo die Reise hingeht, dann mal Testballons starten, 1 Stunde Strom aus, 2 Stunden Strom aus, was passiert denn mal einen halben Tag? Dann gehen bei allen die Alarmglocken an. Man muss im Kleinen Tests machen, wie ist das Verhalten und dann kann man es immer aufs Große ausweiten. Ja. So, Havarie bei Bauarbeiten, südliche Innenstadt und Lutherplatz in Halle ohne Strom, alle Haushalte wieder am Netz. In der Stadthalle hat es am Montag einen großen Stromausfall gegeben. Die Stadtwerke waren stundenlang auf Fehlersuche, mittlerweile sind alle Kunden wieder am Netz. Und ich kann euch eins sagen, ich habe mal einen Stromausfall in Karlsruhe erlebt. Und zwar war das, es müsste 2006 gewesen sein, 2006. Da bin ich nämlich von Bruchsal nach Karlsruhe gefahren, in die Innenstadt zum Büro. Und es war um komplett Karlsruhe, Umkreis, war alles aus, einfach aus. Man hat gedacht, man ist in einer Geisterstadt. Ja, alles ist tot, nichts passiert mehr. Und wenn das mal über einen längeren Zeitraum passiert, dann haben wir hier richtig, richtig Alarm. Ja? Wünsche ich niemand, das zu erleben. Aber es geht alles in die Richtung. Ja? Blackout, das wurde alles letztes Jahr schon mitgeteilt, ja? Wie ich es eingangs des Videos schon gesagt habe. Wie die Angst vor dem Zorn der Bürger die grüne Atomdebatte antreibt. Abrücken von einem grünen Grundsatz. Plötzlich schließen Wirtschaftsminister Habeck und Grünen-Chefin Lang einen befristeten Weiterbetrieb der letzten Atomkraftwerke nicht mehr aus. Ja, also das letzte Quäntchen oder Fünkchen Hoffnung haben wir da aktuell noch. Ein Manöver, das vielen Parteifreunden aufstößt, ist klar. Schon formiert sich Widerstand im eigenen Lager.
Ja, ich bin mal gespannt, ob das klappt, dass die Grünen sich da selber bekriegen. Ich halte es für sehr unwahrscheinlich. Und unbekümmerte Arroganz oder völliger Realitätsverlust, ja, noch ein Einspiel haben wir da für euch. Während Deutsche frieren sollen, prahlt Habeck, ich verdiene im Moment super viel Geld. Ja. Er hat auch gar keine Zeit, es auszugeben, weil er wird überall rumgefahren. Ja, wahrscheinlich wird auch mit dem Privatjet rumgeflogen, weil das so grün ist. Und dementsprechend, das mal als Einspieler. Meine Frage, haben Sie den Eindruck, dass die Vorstandschefs dieser Unternehmen die eigene Verantwortung für die aktuelle Situation ausreichend sehen und dass die Gehälter, die hohen, die immer damit gerechtfertigt werden, dass man so viel Verantwortung trägt, das tatsächlich widerspiegeln? Ja, das mit den Gehältern ist halt immer eine Debatte, die, da kann man nur was falsch machen. Ich meine, ich verdiene im Moment auch super viel Geld, ist es gerechtfertigt oder nicht? Keine Ahnung, ich kann es jedenfalls im Moment nicht ausgeben, weil ich den ganzen Tag rumgefahren. So, aber also damit will ich sagen, da halte ich mich mal lieber raus. Wenn da jemand sagt, ich helfe nur, wenn ich nochmal 50 Euro kriege, würde ich sagen, die kriegst du nicht, Alter. Und wenn man das hört und er auch gefragt wird, das muss man sich ja vorstellen, hey, wenn alle mitziehen und kann man Menschen unterstützen, auch hier mit dieser Frage 50 Euro, und er sagt eiskalt, was, wenn da einer fragt und mir 50 Euro, dann frage ich, nein, Alter, was für ein Minister sagt das? Ja, Olaf Scholz wurde nach Spartipps gefragt, weil Habeck ja tolle Spartipps gibt. Haben Sie auch Spartipps? Ja, nö. Ja, also wirklich, da muss man sich ja wirklich die Hände über den Kopf zusammenraufen, ja, zusammenschlagen und sich die Frage stellen, wo geht diese Reise hin? Bei was sagen Sie aktuell alles die Wahrheit, wenn man richtig hinhört? Und ich kann dir nur ganz klar sagen, positionier dich richtig und Fakt ist eins, wenn ich Kapital habe, wenn ich mehr Geld verdiene, wenn ich mehr Geld auf die Seite bringe, clever investiere, mein Vermögen aktuell schütze, was ich schon aufgebaut habe, dann kann mich das in eine finanzielle Situation bringen, mit der ich mehr Freiheiten habe. Weil wisst ihr, jemand, der ein bisschen mehr Geld verdient oder sagen wir, ein bisschen vermögender ist, dem ist egal, ob es im Winter hier kalt ist. Weil der geht halt einfach von Oktober bis Februar, sagt er, ich gehe in die Türkei und ich gehe nach Ägypten oder ich gehe nach Thailand oder was auch der Geier wohin und verbring mal 3-4 Monate da. Ja, eventuell ein guter Rentner, der noch Kapital hat oder der was auf die Seite gebracht hat. Weil es verhältnismäßig günstiger ist, wenn man alles Essen, Trinken plus die Energiepreise zusammenrechnet, das Auto bleibt dann stehen, wenn man die Kosten alle gegenrechnet, man kann in der Türkei teilweise in ein 4-5-Sterne-Hotel für im Monat 7, 8, 900 Euro mit all inklusive komplett die Zeit verbringen. Dass das ein normaler Rentner, der aktuell nur 900 Euro Rente hat und sonst daraus leben muss, dass das schwer ist, ist mir klar. Aber es gibt auch genug Menschen, die sich Gedanken machen und deswegen ist es so wichtig, ja, Vermögen aufzubauen, auszubauen, zu schützen und zu vermehren. Deswegen schau dir unbedingt einen dreiteiligen Videokurs an. Da gebe ich viele, viele Tipps, ganzen Insider-Informationen. Und dann teile das Video gern, wenn es dir gefallen hat. Lass mal ein Like da und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dann, viel Erfolg bei der Umsetzung.